Gut. Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter und auch liebe Interessentinnen und Interessenten im Stream. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum sechsten Early Morning Science mit Fraunhofer. Mein Name ist Markus Voritter. Ich bin Leiter Unternehmenskommunikation am Fraunhofer IWS. Ich darf Sie heute das erste Mal durch das Programm führen. Wünschen Sie mir Glück, dass das auch alles funktioniert. Wir haben viel Technik aufgebaut. Wir haben Personal von uns aufgefahren, die hochwissenschaftlich natürlich berichten werden, was sie machen, aber natürlich auch so, dass das allgemein verständlich kommuniziert werden soll. Von daher, das Format Early Morning Science wird zum vierten Mal auch über Livestream bei Periscope und YouTube gezeigt. Ja, das ist eine Sache, die sich ganz gut angetan hat. Wir haben auch immer bis zu 100 Gäste, die sich das dann im Nachgang ansehen. Von daher wollen wir das dieses Mal natürlich auch fortführen. Ich begrüße ganz besonders die lokalen, nationalen und teilweise auch internationalen Fachpressevertreter und ganz speziell natürlich auch unsere Vertreter der Journalistenreise zur Werkstoffwoche. Das hat dieses Jahr wunderbar geklappt, das miteinander zu verquicken. Die werden dieses Pressefrühstück heute eben auch als einen ihrer Programmpunkte miterleben. Ich möchte ganz kurz das Format vorstellen, besonders für diejenigen, die das noch nicht kennen. Fraunhofer widmet sich als Wissenschaftsorganisation mit starkem Fokus der Anwendung. Ich denke, das ist soweit bekannt grundsätzlich. Unser Ziel ist es, Wissenschaft zu betreiben, die sich nahe am industriellen Prozess bewegt. In Sachsen ist das von besonders hoher Bedeutung, da wir natürlich hier die regionale Wirtschaft mit Ideen und Innovationen zu beflügeln versuchen. Dresden gilt als inoffizielle Hauptstadt von Fraunhofer bzw. der Fraunhofer Gesellschaft. Wir haben hier den größten Standort bundesweit. Also wir haben hier 10 Institute zu verzeichnen, Institutsteile und Außenstellen. Und von den insgesamt nahezu 27.000 Mitarbeitenden sind allein 2.256 in der Landeshauptstadt Sachsens beschäftigt. Der Betriebshaushalt beträgt dabei 240 Millionen Euro per annum. Was man auch erwähnen sollte, dass wir ein starkes wissenschaftliches Netzwerk haben über Dresden Konzept. Wie gesagt, diese 10 Fraunhofer Einrichtungen vernetzen sich hier mit 3 Max-Planck-Instituten, mit einem Helmholtz-Zentrum, 3 Leibniz-Instituten und natürlich der Exzellenzuniversität der TU Dresden, der einzigen hier in Ostdeutschland. Die Vernetzung spielt also für uns regional, national wie auch international eine wichtige Rolle. Und wie wir das mit Leben erfüllen, das wollen wir Ihnen mit unseren Beispielen ein wenig näher bringen. Also wir haben 4 heiße Beiträge aus unseren Instituten. Einmal im Jahr stellen wir da etwas vor, die hier an der Winterbergstraße am Institutszentrum Dresden ansässig sind. Wir machen das Versprechen aus dem vergangenen Jahr wahr. Das hat Herr Professor Stelter ja auch schon so schön gesagt. Fraunhofer bietet heute absolute Frauenpower. Wir haben 4 Vertreterinnen für Sie mitgebracht, die über ihre Wissenschaft berichten werden. Und ja, Sie haben einen wirklich bunten Themenstrauß mitgebracht, von der Entwicklung unendlicher OLEDs über Hochleistungshitzeschilde, 3D-Druck für Turbinen bis hin zur Windenergie 4.0. Wie gesagt, jetzt nochmal ganz konkret zum Format. Jede meiner Kolleginnen wird 10 Minuten haben, in der sie ihre Forschung vorstellen werden. Danach gibt es 5 Minuten direkte Verständnisfragen. Kommentare schreiben besonders die Kolleginnen und Kollegen im Livestream bitte direkt an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Sie sehen das oben, über mir müsste es eingeblendet sein. Und Sie können natürlich auch gerne kommentieren, wenn Sie zum Beispiel beim Facebook-Stream sind. Nach 4 Blöcken wird das Plenum noch einmal für freie Fragen geöffnet. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch zu einer kleinen Diskussion kommen können. Und im Anschluss besteht die Gelegenheit, da noch für die individuelle Ansprache. Also Sie sehen hier zu Ihrer Linken sind auch die Exponate aufgebaut. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich noch zu erfrischen und Fotos zu schießen, O-Töne aufzunehmen, wie es beliebt. Also ich denke, wir werden da noch ganz gut in den Austausch kommen können. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, habe ich gesagt. Und für alle Teilnehmer des Streams kann ich nur eine herzliche Einladung schon direkt aussprechen fürs nächste Jahr. Kommen Sie gerne auch mal hier in Dresden vorbei. Nicht nur ist Dresden eine Reise wert, das kann man immer wieder sagen. Es
wie Sie auch sehen werden, es ist auch immer hilfreich, beziehungsweise auch ein Gewinn, wenn man mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst in den Austausch kommt. So viel erstmal zur Einleitung, was das Konzept und was Fraunhofer angeht. Kommen wir doch direkt ohne größere Umschweife zu unseren Wissenschaftlerinnen. Ich möchte ganz gerne anfangen mit Frau Claudia Keibler-Willner. Sie ist vom Fraunhofer Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik, FEP. Sie hat Maschinenbau studiert mit einer Vertiefung Produktionstechnik bis 2008. Sie arbeitete in Unternehmen zum Thema Außen- und Innenbeleuchtung als Fertigungsleiterin Klebtechnik, lernte die OLED-Integration im Zusammenhang mit einem FEP-Projekt kennen und hat dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen und sich innerhalb des FEP weiterentwickelt. Seit 2,5 Jahren, also 2,5 Jahren, ist sie Abteilungsleiterin für Sheet-to-Sheet Organic Technology. Sie sagt, immer ist die Organik dabei, Schwerpunkt ist OLED, aber sie arbeitet auch an biodegradierbarer Elektronik und organischen Fotodioden. Zu ihrer speziellen Entwicklung lässt sich sagen, dass das FEP sich natürlich sehr stark damit befasst, kundenspezifische OLEDs herzustellen, bildet damit einen Forschungsschwerpunkt in Europa. Und angefangen haben sie auf starren Glassubstraten für allgemeine Beleuchtung. Jetzt geht die Entwicklung mehr in Richtung flexible OLED. Der erste Schritt ist die Entwicklung dünner Gläser, der zweite dann Plastik- oder Metallfolie. Und die Herausforderung ist es, die Barriereleistung zu erhalten. Fernziel wird sogar sein, Dehnbarkeit zu erreichen. Frau Keibler-Willner stellt speziell vor, die OLED mit der Funktion, sich zu unendlich langen Streifen zusammenfügen zu lassen. Man möchte den LED-bekannten Perleneffekt verhindern. Das lässt sich mit OLED durchaus erreichen, wie ich hörte. Für homogene Flächen reiht das FEP im Patchwork mehrere OLED-Module aneinander und dadurch sollen sie theoretisch unendlich lang werden, je nach Kundenwunsch. Ich denke, wir können jetzt die Frau Keibler-Willner mit einem warmen Applaus kurz begrüßen. Und bitte schön, das Pult ist Ihres. Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich musste 10 Jahre bei Fraunhofer arbeiten, um jetzt bei einem Pressefrühstück teilnehmen zu dürfen. Das ist für mich Premiere. Deshalb verzeihen Sie mir, wenn es zu technisch wird. Fragen Sie mich am Ende oder auch, weil ich versuche es nicht zu tief, nur einen Überblick zu geben. Dann, wenn es Fragen gibt, gerne. Einleitend möchte ich ein bisschen was erzählen über die Ihnen bekannte OLED-Welt, zumindest wo Sie OLEDs in Ihrem Alltag antreffen und Sie dann davon überzeugen, dass die OLED-Welt eigentlich viel größer ist, viel vielfältiger und noch viel Potenzial hat, was bis jetzt noch gar nicht ausgeschöpft wird. Dazu ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit. Die Ihnen bekannte OLED-Welt fing an im Jahr 2010, als Samsung das erste Handy auf den Markt brachte mit einem AMOLED, also einem OLED-Display. In der Zwischenzeit gibt es ganz viele, auch Apple hat 2018 einem Handy oder dem iPhone 10 das OLED-Display oder OLED-Display ins Handy gebracht. Und seitdem gibt es immer mehr Produkte, die mit OLED-Displays ausgestattet sind, aber eben mit. Das ist wirklich ein Markt, der wurde zwar in Europa auch entwickelt, das Display, das OLED-Display, aber ist leider komplett in Asien, also nach Asien gewandert. Die Massenhersteller, die Produkte herstellen, sind ausschließlich in Asien anzutreffen. Das Ihnen vielleicht schon nicht mehr ganz so bekannte OLED-Feld, was aber auch schon in den Markt eingetreten ist, sind OLEDs als Leuchtmittel für Rücklichter im Automobil. Da wurden 2006 haben Audi und BMW die ersten Serienfahrzeuge auf den Markt gebracht. Also es gibt wirklich fahrende Autos, die mit OLED-Rücklichtern ausgestattet sind. Und 2017 kamen dann weitere Klassen hinzu. Es sind erstmal Kleinserien, noch nicht der Massenmarkt, aber das ist das Ziel, wo es hingehen soll. Und genau auf diesen Markt der Beleuchtung und speziell eben auch im Automobil sind wir im Bereich F&E führend und auch was die Serienproduktion betrifft durch
Hersteller. Auch das FEP positioniert sich hier, was eben im Bereich F&E. Um nun mal den Unterschied zu erklären zwischen einem Display und einer Beleuchtung, hier nochmal schematisch eine Darstellung. Das ist, ein Display ist eben so aufgebaut, dass man, also erstmal die Pixel sind ja wesentlich kleiner, handelt sich um Mikrometer große Pixel, die halt in den Farben RGB aufgetragen werden, und jedes einzelne Pixel wird dann nochmal angesteuert durch einen Transistor, und es kommt am Ende ein buntes Bild oben raus. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie diese vielen Pixel, die da drauf sind, ganz zu einem großen machen, dann haben Sie die beleuchtete OLED, die Sie da auch beispielsweise dargestellt sehen. Also eine OLED-Beleuchtung ist wirklich die komplette Fläche, ist ein großes Pixel, was angesteuert wird und wo also der ganze Farbraum mit abgebildet werden kann, wo im Zweifelsfall auch weißes Licht bei rauskommt. Um einen kurzen Rückblick im Vergleich zu dem, was sich am Markt entwickelt hat, zu zeigen, wie sich die OLED bei uns am FEP entwickelt hat, hier mal ein kleiner Zeitstrahl dargestellt. Wir haben 2008 auf starrem Glas angefangen, weiße OLED zu machen mit relativ geringer Leuchtdichte, also so 8,7 Lumen pro Watt macht noch nicht hell, also das kann noch nicht beleuchten, aber war sozusagen der erste Schritt auf 150 mal 150 Quadratmillimeter. Als nächstes haben wir dann 2011 die ersten Prototypen hergestellt mit dem weltweit größten OLED-Panel, 330 mal 330 Quadratmillimeter. Auch die Effizienz wurde schon wesentlich besser, und es wurden eben erste Prototypen von wirklichen Leuchten hergestellt. Leider ist diese Allgemeinbeleuchtung, wo der OLED-Panel-Markt eigentlich sehr stark vertreten ist, auch in Deutschland, hat immer noch nicht so diesen Market-Pull, nennen wir das, erreicht, da dort die Konkurrenz anderer Leuchtmittel, wie zum Beispiel der normalen anorganischen LED, eben sehr groß ist. Also da gibt es noch einen Wettbewerb, liegt vor allen Dingen daran, dass diese Leuchtenhersteller, die sich jetzt erstmal die LED-Technologie adaptiert haben, erstmal diesen Invest wieder reinholen müssen, bevor sie halt wieder mit einer neuen, der OLED-Technologie anfängt, weil es eben wieder mehr oder weniger der nächste Schritt und etwas ganz Neues ist. Als nächstes haben wir dann gemeinsam mit Hella schon den ersten Prototypen für ein Rücklicht gebaut, diesmal auch noch glasbasiert, und im Vergleich dazu sieht man eben, dass das FEP Vorreiter in Forschung und Entwicklung auf dem OLED-Markt sein oder ist, denn wir haben ja gesehen, 2016 gab es sozusagen das erste Rücklicht dann in Serie, und das sind sozusagen die ersten Prototypen, waren halt 4 Jahre eher. Nur um das mal im Zeithorizont darzustellen. Der nächste Schritt ging dann eben dahin, dass man immer weitere Merkmale, die eben nur mit der OLED möglich sind, herausgestellt hat. So haben wir eben auf starrem Glas weltweit die erste transparente farbvariable OLED gemacht. Und dann kam dieser große Schritt, wo der Markt jetzt dabei ist, der war halt 2016-17, dass wir von starren Substraten auf flexible Substrate die ganzen die ganze Produktion oder Fertigung sozusagen umstellen mussten, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein starres Glas haben, kann sich das also in der Produktion oder in der Fertigung ganz anders handeln als flexible Substrate, und da leiten sich auch andere Herstellungsverfahren dafür ab, die dann möglich werden, die vorher nicht möglich waren, auch in Bezug auf Aufskalierung komme ich dann noch dazu. Und damit ist dann auch jetzt im Zuge des EU-Projektes PiScale, konnten wir dann den weltweit längsten OLED-Streifen mit 15 Metern im Rolle-zu-Rolle-Verfahren herstellen. Was es bedeutet, gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, die Zukunft ist eben, dass man es flexibel, dynamisch, dehnbar segmentiert. Das Thema sozusagen des heutigen Vortrages dann auch. Dann doch noch ein bisschen Physik, nur damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie eine OLED funktioniert. Ich sage immer, die OLED funktioniert genauso wie eine anorganische LED, also das Diodenprinzip ist das gleiche. Wir haben Organikschichten in der Mitte, zwei Elektroden
Und in den Organischichten schaffen es irgendwie Physikalisch, die Löcher und Elektronen zu rekombinieren und Licht auszusenden. Je nachdem, welche Organik man dann eben nimmt, haben die verschiedene Wellenlängen und man kann damit eben den ganzen Farbraum abbilden. Also hier besonders, worauf ich besonders eingehen möchte, ist, dass das eben wirklich sehr dünne. Also wir haben von wenigen Nanometern bis, sagen wir mal, wenigen µ pro Meter Schichten. Also es ist wirklich sehr dünn und sehr präzise Beschichtung, was wir dafür benötigen. Herr Wöhler sprach es schon an, flexible OLED gibt es halt verschiedene Typen. Der erste Schritt ist halt wirklich, wenn man ein starres Glas hat, was impermeabel gegen Wasser und Sauerstoff ist, was eben wichtig ist für die OLED. Ich sage immer, wir Menschen bestehen auch aus Organik. Wir Menschen, wenn wir in der Umwelt sind, leider, manche wollen es nicht, aber die Natur mag es eben so, dass wir altern, wenn wir uns der Umwelt aussetzen. Das macht die OLED auch. Also die Organik in der OLED macht das ebenso und deshalb muss die geschützt werden gegen die Umwelt. Und am besten macht man das mit Glas, weil Glas eben impermeabel ist oder alle Materialien, die impermeabel sind, sind dafür besonders gut geeignet. Daher ist der erste Schritt rein, was die Barriere betrifft, von einem starren Glas auf Dünnglas zu gehen, was eben flexibel ist, aber nur eingeschränkt flexibel, denn es ist immer noch Glas. Also es gibt wirklich 50 Mikrometer Glas. Es lässt sich biegen, wie eine Folie, aber man hört schon am Geräusch, dass es eben Glas ist. Und wenn man es über einen kritischen Radius oder über eine Ecke biegt, geht es halt trotzdem kaputt. Darum ist es halt nur eine scheinbare Flexibilität. Der nächste Schritt wäre eben dann wirklich auf Polymerfolie oder Metallfolie zu gehen. Da ist aber eben die Herausforderung, diese Barriereeigenschaften zu erreichen, da also ein Polymer prinzipiell ist wie ein Schwamm und alles andere als impermeabel. Und diese konträren Eigenschaften muss man eben ausgleichen bei der Barrierefolie. Bei der Metallfolie ist prinzipiell so, ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Schichten, die wir verwenden, nur wenige Nanometer bis wenige Mikrometer dick sind. Und eine Metallfolie per se in der Herstellung ist nicht dafür gemacht, ist einfach viel zu rau. Und daher muss man das auch ausgleichen. Hier ist noch angemerkt, es gibt einmal, ich weiß gar nicht, ob wir das an den Beispielen da sehen, nur OLEDs, dass sie einmal sozusagen durch ihr Substrat das Licht emittieren oder durch den Deckkontakt sozusagen, dann sind sie top-emittierend. Es gibt auch den Fall, es hängt immer davon ab, welche Elektrode transparent ist, dadurch wird das Licht emittiert. Wenn beide Seiten transparent sind, hat man eben auch die Möglichkeit, transparente Leuchtmodule herzustellen. Hier noch kurz darauf eingegangen, wie kann man OLEDs herstellen? Es gibt standardmäßig auch von den Mass-Manufacturern, also von den Massenherstellern oder Produzenten, verwendete Verfahren des Sheet-to-Sheets. Das heißt, dass ich wirklich also eine begrenzte Fläche habe. Bei uns am Institut sind es 200 mal 200 mm, das ist die Fläche, worauf ich die einzelnen OLED-Module habe. Und das sozusagen in so einem Cluster-Tool, wie es hier dargestellt ist, beschichten kann. Das ist ein Transfermodul und dann sind Organik- und Metallkammern dran und dann wird eben also so eine OLED hat bis zu 72 Schichten, wird halt in so einem Tool dargestellt. Wenn ich jetzt in Richtung flexibel gehe, habe ich eben die Möglichkeit, das auch im sogenannten Rolle-zu-Rolle-Verfahren zu machen und dann kann ich halt wirklich Rollenware beschichten und kann damit wesentlich mehr OLEDs in einem Beschichtungsrand herstellen. Das ist so eine Art Aufskalierung. Und es sind halt im Rolle-zu-Rolle-Verfahren auch ganz andere Designs möglich. Das ist hier auch nochmal dargestellt, was wir. Oder ist ein Schreibfehler, es tut mir leid. Also auf den unterschiedlichen Materialien, wie man eben im Rolle-zu-Rolle-Verfahren wie von einer Rolle eben beschichten kann. Unser letztes, auch im Zuge des PyScale-Projektes hergestelltes Beispiel für so ein Rolle-zu-Rolle-OLED ist auch so ein also sehr langer Streifen im Rolle-zu-Rolle-Verfahren. Und diese OLEDs, um es produktnah zu zeigen, wurden in einer Motorradjacke eingebaut, die die Sicherheit des Motorradfahrers im Straßenverkehr erhöhen soll, weil eben, wenn er leuchtet, kann er halt schwerer übersehen werden. Also nicht er selber, sondern seine Kleidung. Darum war das sozusagen ein Sicherheitsmerkmal, um dies zu erhöhen. Was können wir sonst noch für Funktionen mit OLED realisieren? Das Neueste ist eben, was wir im Sheet-to-Sheet-Bereich machen, die farbvariable OLED.
haben das hier mal an Beispielen dargestellt. Das heißt farbvariabel ist wirklich, dass eine OLED in verschiedenen Farben Licht emittieren kann. Und hier ist das, sind die unterschiedlichen, man sieht es leider etwas schlecht, Stufen dargestellt. Das ist zwischen Blau und Gelb, kann man eben eine weiße OLED darstellen, also diesen oder herstellen. Das ist eine OLED, die dieses ganze Farbspektrum darstellen kann. Und hier ist auch sogenannter Color Loop entstanden. Das ist auch, wenn man sieht, wenn man, oder hier ist das mal so übereinander gelegt, wenn man eben RGB mischt, kommt halt eine weiße leuchtende Fläche raus. Weitere Möglichkeiten sind eben noch die OLED-Integration, was wir ja hauptsächlich mit Hinterspritzen und Spritzguss gemacht haben. Und damit einmal einen durchgehenden, auch mit Farbverschiebung OLED hergestellt haben. Hier macht man sich einfach ist es nicht, aber einen Bug zum Feature, wie man das immer sagt. Das ist nämlich so, dass die OLED, also eine weiße OLED, wird hergestellt entweder aus RGB oder aus mindestens Blau und Gelb. Und wenn ich die um einen Winkel biege, habe ich unterschiedliche Abstrahlwinkel und dadurch verändert sich die Auskoppelfarbe von der OLED, was man hier so ein bisschen sieht. Also die ändert sich eben von Blau bis Weiß. Und das kriege ich nur, indem ich das einfach biege und damit das nutzen kann. Beziehungsweise auch durch den Schichtwiderstand der Elektrode, wenn ich halt besonders lange Streifen mache und die nur an beiden Enden kontaktiere, ist der Stromfluss halt begrenzt. Also ich muss irgendwie zusehen, dass das homogen noch durch Bauteil geht, sonst habe ich eben auch so eine Farbverschiebung über die Länge des Bauteils drin. Nun zum eigentlichen Thema. Ich habe unendlich mal in Anführungsstrichen gesetzt, weil es heißt eigentlich nur, dass wir segmentierte, also dass sie segmentiert bedeutet eben, dass man diese Teilstücke einzeln ansteuern kann, unendlich lang aneinander patchen kann und damit verschiedene Funktionen realisieren kann. Gefragt oder die Anwendung dafür ist hauptsächlich im Automobilbereich, im Interieurbereich im Automobil, wo ich eben diesen Perlenketteneffekt, wie der Herr Feuerter das schon sagte, vermeiden möchte, weil durch eine LED habe ich halt immer, da brauche ich Optiken, die das Licht zerstreuen und dann habe ich halt immer eine gewisse Einbautiefe, was ich bei der OLED nicht habe und ich habe per se ein homogenes Licht. Und dadurch, dass ich diese Segmente aneinander steuern kann, kann ich sie eben unterschiedlich dimmen oder auch Informationen zum Beispiel darüber ausstrahlen lassen. Nochmal zusammengefasst, was bieten wir sozusagen als Service im Bereich OLED an? Das ist eben zum einen, ich hoffe, die Bilder haben es anschaulich gezeigt, kundenspezifische Prototypen, die wir gemeinsam mit Kunden je nach ihren Wünschen entwickeln. Was eben auch der Unterschied ist zu diesen Herstellern oder kommerziellen Herstellern von OLEDs, die machen halt nur quadratisch praktisch gut. Und wir haben halt auch beispielsweise in unserem Projekt Monarch, wo wir diese Schmetterlinge zum Beispiel gemacht haben, das soll nur zeigen, was alles möglich ist. Also welche, dass das eben nicht rund, nicht eckig, sondern ganz individuelle Formen haben kann, ganz unterschiedliche Farben, auch eben farbvariabel sein kann. Was soll damit dargestellt werden? Und da können wir halt wirklich in kleineren Stückzahlen auf Kundenwünsche speziell eingehen. Wir arbeiten dann aber auch mit den Massenherstellern sozusagen, wie OLED Works zum Beispiel zusammen und versuchen dann eben auch, dass das Produkt weiter in Richtung Produktion entwickelt werden kann, weil für Produktion ist Fraunhofer nicht zuständig. Dann ein bisschen in der Kette zurück, Herstellungskette zurück, also können wir auch Kunden anbieten, Materialtests, also wenn sie neue Materialien haben, organische oder auch Substratmaterialien oder Elektrodenmaterialien, dass wir die testen und sozusagen benchmarken, also in vorhandenen, im Vergleich zu vorhandenen Lösungen evaluieren. Dann gibt es noch das Thema Integration, was ich ja schon vorstelle. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch in Hinsicht auf Produkt. Und letztendlich, da wir nun wirklich seit gut 12 Jahren mittlerweile oder noch mehr Erfahrung in der Herstellung von OLEDs haben, können wir eben auch, wenn jemand eine Anlage bauen möchte oder selber die Produktion für OLEDs anfangen möchte, unterstützen. Ich habe noch 2 Folien. So, dann wurde ja schon angesprochen, was macht mein Bereich oder der Bereich Organisch-Elektronik sonst noch außer OLEDs?
Ja, Fujita meinte so, wir machen alles, was mit Organik zu tun hat. Und alles heißt auch, zum Beispiel in dem EU-Projekt Moloko, dass wir organische Fotodetektoren in Zusammenarbeit mit den Partnern, die da genannt dargestellt sind, erarbeiten, um Stoffe in Milch zu detektieren. Und das Neue daran ist vor allen Dingen, dass man es in situ macht. Also bisher ist es so, die Milchbauern geben ihre Milch ab, die wird überall eingesammelt, dann kommt sie in die Fabrik und erst in der Fabrik wird getestet, ob die Milch gut oder schlecht ist. Dann weiß man aber nicht mehr, von welchen Bauern sie vielleicht nicht so in Ordnung war. Und dieser Sensor, der hier gebaut wird, zielt darauf ab, dass man das sofort beim Bauern testen kann, ob die Milch gut ist oder nicht. Also da wird auf Bakterien und verschiedene andere Keime getestet. Und dann kann man eben sofort selektieren, ob sie mitkommt oder nicht, die Milch. Und damit kann man eben auch wesentlich ökonomischer und wirtschaftlicher arbeiten. Und das weitere Thema ist eben noch Bio, was bei uns momentan für die Nachhaltigkeit und besonders wichtig ist, sind eben biodegradierbare Elektronik. Da hatten wir ein Fraunhofer internes Projekt, wo es darum ging, einen Sensor in den menschlichen oder ja, in den menschlichen Körper einzubauen oder einzubauen. Also es geht darum, dass der Sensor biodegradierbar ist, bedeutet, dass man ihn bei einer Operation, für welche Funktion auch immer, einmal einsetzt. Und das Ziel ist es, dass man sich die Operation spart, dass man ihn wieder rausholen muss, sondern dass er, wenn er seine Funktion getan hat, von alleine sich im Körper abbaut und wieder, ja, und man eben diese zweite Operation spart. Es ging hier vor allen Dingen zum Beispiel bei Epilepsie, wenn man direkt im Gehirn eben was, also wo man den Kopf öffnen muss, dass man sich eben diese doch sehr riskante Operation, die zweite dann spart, um es wieder rauszuholen, wenn es geheilt ist in der Hoffnung. Dann möchte ich Sie nur einladen oder dafür Werbung machen, dass wir in dem heute schon mehrfach erwähnten EU-Projekt Paiskill ein öffentliches Abschlussmeeting haben, denn dieses Meeting oder dieses Projekt wird als eigenständige Pilotlinie weiterarbeiten unter der Führung des Fraunhofer FEP. Dafür gibt es eine öffentliche Veranstaltung für alle Interessierten am 7. November hier auch am Institutscampus. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, kommen wir jetzt zu unserem Fragenteil. Entschuldigung, ich stelle mich mal kurz zur linken Seite. Und zwar gibt es Fragen zu dem Thema erstmal aus dem Publikum, Herr Weckbrot. Zum einen zu diesem letzten. Entschuldigung, das muss ich dazu Ja. sagen, da ja auch Publikum mit dabei ist im Internet, müssten wir das übers Mikro machen. Das möchte ich auch ganz gerne noch den anderen Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben. Entschuldigung. Weckbrot, Dresdner Neuesten Nachrichten und Rügodin. Zum einen zu dem Letzteren, was Sie erwähnt haben, mit den Fotodetektoren. Können Sie das zumindest mal ganz kurz skizzieren, auf welcher Basis das dann funktioniert? Ist das Spektroskopie oder wie wird die Detektion dann gemacht? Und die andere Frage, also ich kann mich entsinnen, dass eben wirklich schon seit über 10 Jahren eben darüber geredet wird, ja, hier in Dresden sind wir weit vorne mit der Forschung an OLED und da hieß es zunächst, naja, vielleicht kriegt man hier irgendwann mal eine Displayfabrik hin. Okay, das hat man dann irgendwann beerdigt. Dann hieß es, naja, vielleicht kriegt man hier mal eine Produktion von Leuchten hin, aber über das, was NovaLED da mal prototypisch gemacht hat, ist das, glaube ich, auch nie so richtig hinausgegangen. Woran liegt es denn letzten Endes, dass sich auch im Leuchtensektor, dass sich nicht so richtig entwickelt? Ist es allein dieses Argument, was Sie gebracht haben, dass die Leuchtenhersteller sich jetzt so sehr auf LED, auf anorganische LED fokussiert haben? Oder gibt es vielleicht eben doch noch andere Gründe? Also erstmal zu der OPD-Thema. Das sind plasmonische Gitter, an denen also ich glaube 7 oder 8, muss ich nochmal nachgucken, unterschiedliche Keime bzw. Bakterien kann man damit identifizieren. Und die setzen sich an diesen plasmonischen Gitter an und der Detektor detektiert sozusagen die Wellenlängenänderung, wenn sich ein so ein Bakterienkeim, was auch immer, angesiedelt hat, und damit kann das ausgewertet werden. Durch die Brechung. Ja. Also, so, jetzt die Herausforderung. OLED-Beleuchtung, ja, das ist ein sehr schwieriger Markt. Ich habe mich jetzt auch viel in den letzten 3 Jahren mit sozusagen Business Development in diesem Bereich beschäftigt, und es sind ein wesentlicher Punkt ist, dass diese Panels
also man hat ja so Quadrate von OLEDWorks oder LG oder wem auch immer, erstens zu teuer sind, also für die meisten, und nicht, damit nicht konkurrenzfertig für die LED. Und dann muss man leider sagen, sind halt diese Panels Produkte entwickelt wurden, ohne jemals einen Kunden zu fragen, ob er denn was will, also ob er das denn gebrauchen kann. Also man, naja, man hat so ein bisschen, also man hat was entwickelt, wie es ja manchmal so ist, mit gutem Wissen und Gewissen und dachte, man tut was Tolles. Es ist aber eben schwierig, daraus Produkte wirklich abzuleiten. Und der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, ist halt wirklich mit dem Kunden, das schon so zu entwickeln, dass er es auch für sich selber anwenden kann und auch die Integration, also auch gerade die elektrische Integration, sie bekommen jetzt von OLEDWorks auch weiterentwickelt, zwar Panels mit Ansteuerung und Treiber. Früher mussten sie aber selber noch die Kabel dran löten, damit sie es überhaupt ansteuern können, und das hat halt viele auch abgeschreckt. Und das, was wir auch gemerkt haben, es ist auch immer noch so ein Lerneffekt, also man muss den Menschen noch viel über OLED erzählen, damit sie überhaupt, also gerade so die Designer, damit sie die Möglichkeiten sehen. Weil der Vorteil ist schon, man spart halt sehr viel. Man braucht keine Optiken mehr, man braucht keine, also im Vergleich zu einer LED, keine Linsen, keine Distributor, also wie sagt man auf Deutsch, also so Lichtzerstreuer und so, das spart man halt alles. Macht aber andersrum, muss man ja auch ehrlich sein, würde das natürlich auch viele andere Industrien kaputt machen. Also die sich jetzt eben auf das LED-Thema gerade zugewandt haben. Und das ist halt noch so ein Schritt. Darum ist Allgemeinbeleuchtung wirklich sehr schwierig. Aber es gibt eben andere Märkte, wo wir denken, dass die OLED wirklich ihre Alleinstellungsmerkmale besser zur Geltung bringen kann. Also zum Beispiel gerade im Automobil, was ich vorgestellt habe, ist dieser Effekt wirklich dieses Wiedererkennung. Also die Automobilhersteller bezwecken damit hauptsächlich diesen Wiedererkennungswert oder diese Alleinstellungsmerkmale auf der Straße. Also warum hat Audi den Rennblinker erfunden? Damit sie halt wissen, dass es ein Audi ist, der da langfährt, wenn sie sowas sehen. Also so Individualisierungen von, und das kann man halt sehr gut mit Licht. Und das Rücklicht ist halt eins, was der Verkehr hinter ihnen immer sieht. Und darum ist das so eine Baustelle oder eine Anwendung, wo das sehr gut funktioniert. Ich würde jetzt nochmal fragen, wie es mit den Fragen aus den Social Media ist. Gab es da schon direkt erste? Die würde ich dafür vielleicht auch eine öffnen. Genau, also uns hat eine Frage erreicht. Sie wurde auch schon im Ansatz vorhin angesprochen. Welche Farben sind denn bei OLED-Streifen möglich? Also ich denke mal, es geht auch so in die Richtung, sind Sonderfarben realisierbar? Ja, alles ist möglich. Es ist wirklich so, wir können durch, so wie die OLED aufgebaut ist, kann man jede Farbe herstellen. Also auch das berühmte Magenta oder ein Türkis oder, ich weiß nicht, Farbraum hat viele Möglichkeiten. Also es ist prinzipiell alles möglich. Eine letzte Frage aus dem Publikum und dann würde ich das den Rest auf die Diskussion nachher verschieben. Eine Sekunde. Ich bin freier Journalist, ich denke, das geht. Nee, nimm's für die Kolleginnen und Kollegen im Internet, wäre es nett, wenn Sie das... Böhler, Tino, freier Journalist. Eine Frage. Ist es vorstellbar, dass wir in ein paar Jahren gar keine Fernsehgeräte mehr haben, sondern nur irgendwelche, sag ich mal, aufgerollten Displays, die wir beliebig eigentlich in den Räumen verteilen können und irgendwo steht halt ein kleiner Empfänger? Ist das technisch machbar oder ist das reine Spinnerei? Ja. Also das ist machbar und LG hat, glaube ich, dieses oder letztes Jahr auch den ersten rollbaren Fernseher schon vorgestellt. Ich wollte sowas, also auch Samsung hat das erste klappbare Display vorgestellt. Ich wollte sowas hier nicht erwähnen, weil ich mich immer noch nach der Sinnhaftigkeit so ein bisschen frage. Auch Samsung hat die Entwicklung aufgegeben, also weil es ihnen entweder zu risikoreich ist oder weil es der Anwender auch gar nicht braucht. Also es ist halt wirklich die Frage... Das ist a nice to have, das ist so, da zeigt man, was die Technologie kann, aber brauchen sie das wirklich? Also sicherlich so ein rollbares Display irgendwie, wenn man Platz sparen will, ja, das ist noch vorstellbar. Aber es ist ja schon immer, dann sind wir wirklich an dem Punkt, was braucht man, was ist einfach ein schönes Spielzeug sozusagen, um mal zu zeigen, was man alles könnte, aber gibt es da wirklich, am Ende wirklich einen Markt, der das braucht? Technisch machbar. Technisch machbar, ja. Gut.
Wie gesagt, die sollten noch Fragen aufkommen, würde ich Sie bitten, die zu notieren und ans Ende der vier Blöcke zu stellen. Als nächstes würde ich dann jetzt gerne meine Kollegin Dr. Maria Barbosa, also erstmal natürlich, Entschuldigung, herzlichen Dank für die Ausführung. Mein Fehler, Entschuldigung, natürlich. Jetzt erst, Frau Dr. Maria Barbosa ist am Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, IWS, tätig. Dort Gruppenleiterin thermisches Spritzen und sie ist seit 10 Jahren am IWS. Sie kam zu uns nach dem Promotionsstudienstipendium oder mit einem Promotionsstipendium aus Porto, Portugal, nach ihrer Masterarbeit in Barcelona. Sie bringt so ein bisschen europäisches Flair in diese Runde. Sie hat in der Werkstoffwissenschaft promoviert, 2016 ist es gewesen, und hat bereits nach dem Studium am thermischen Spritzen gearbeitet. Sie sagt, jedes Problem kann man anders betrachten und bereits die Oberfläche verrät die beste Lösung dafür. Schön ist natürlich, dass wir am IWS dann die Bandbreite in der Technologie bieten können, um das auch tatsächlich zu realisieren. Zu ihrer Entwicklung, beziehungsweise zu ihrer wissenschaftlichen Entwicklung, die sie heute vorstellt. Es geht um eine maßgeschneiderte Schichtentwicklung. Es geht darum, eine Forschung, um den Bedarf der Industrie umzusetzen, anhand eines Beispiels einer Technologie von Dünnschichten, die die Lücke zwischen Dünnschichtverfahren, PVD und CVD, und Dickschichtverfahren schließt. Da geht es um die Lücke zwischen herkömmlichen thermischen Spritzen und dem Auftragsschweißen. Ist jetzt alles von den Schlagworten her erstmal sicherlich zu konsumieren und erstmal zu sacken zu lassen. Ich denke, Frau Barbosa wird uns das gleich nochmal so näher bringen, dass es auch für alle verständlich ist. Da auch nochmal eine warme Hand für meine Kollegin Frau Barbosa. Dankeschön. Ich denke, ich brauche es ein bisschen kleiner. So, ich gebe mich Mühe, dass ich langsam spreche und auch deutlich. Ich bin gestern aus Portugal wieder gelandet und mein Deutsch wird immer ein bisschen schlechter. So, ich möchte schon mich entschuldigen. Genau, so heute werde ich ein Beispiel von einer Technologie bringen, die seit, denke ich, grob 12 Jahren bei uns am IWS entwickelt wird. Es ist ein gutes Beispiel, dass ab und zu muss man wirklich lange daran arbeiten, um die Industrie zu überwinden, nicht überwinden, zu überreden, dass sie tatsächlich was brauchen. Ne? Also, sie wissen es noch nicht immer, aber ab und zu ist das Bedarf da versteckt. Und ich werde versuchen zu erklären, warum. So, wir werden heute der Beispiel führen mit einer Wärmedampfschicht, die man in die Turbinen schaufeln, wie sagt man, einbaut oder wie sagt man, aufträgt. So. Kurz dargestellt das Prinzip, warum überhaupt ein Triebwerk eine Wärmedampfschicht braucht. So, ich werde versucht, ganz einfach zu erklären, wie ein Triebwerk funktioniert. So, wir haben hier diese Fans, diese Schaufel, sie saugen die Luft rein, die dann in einen Verdichter geht. Und dieser Verdichter macht, dass die Temperatur und die Druck sehr hoch steigt, dann kommt diese sehr warme Luft in die Brennkammer rein, wo Treibstoff, reingebracht wird und entzündet wird. Und dann kommt sehr, sehr heißes Luft raus, was dann selbstverständlich diese Propulsion gibt, das man braucht, um ein Flugzeug zu starten. Genau, und in diesem Bereich, genau hier, werden dann diese Wärmedampfschichten gebraucht. Und der Grund dafür ist ganz einfach. So, desto höher die Temperatur in die Verbrennungskammer, desto effizienter dann läuft das Prozess. So, wir möchten eigentlich Werkstoffen zu seiner, sagen wir, überhaupt seine Betriebstemperatur tatsächlich reinbringen. So, ein gutes Beispiel, so die Turbinenschaufel hier. So, sie sind aus einer Nickel-Superlegierung, die ungefähr, sagen wir, bei 900 etwas schmilzt. Und mit dieser Wärmedampfschicht kann diese Temperatur oder die Betriebstemperatur um ca. 150 Grad erhöht werden. So, sie werden schon seit Jahrzehnten aufgetragen. Ne? Und die Frage ist, warum so? Was machen wir tatsächlich anders heute zutage bei uns? So, die herkömmlichen Beschichtungsverfahren können in zwei getrennt werden. So, es gibt eine für den Niederdruckbereich oder den Niedertemperaturbereich und die andere für den Hochdruckbereich. Und der Grund dafür ist ganz einfach, eine Verfahren ist viel billiger als die andere, aber weil sie auch viel billiger ist, hat sie auch bestimmte, wie sagt man, Begrenzungen. Und die sehr günstige Verfahren ist die atmosphärische Plasmaspritzenverfahren. Das ist ein ganz typisches thermisches Spritzenverfahren, wo ein Pulver in ein Plasma aufgebracht wird
und dann gegen die Oberfläche aufgeprallt wird. Und das gibt Schichten, die sehr porös aussehen, wie man sehen kann. Und diese Poren machen, dass die Schicht dann eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Und diese geringe Wärmeleitfähigkeit ermöglicht dann, dass ich diese Temperaturunterschiede erreichen kann, dann an die Oberflächen. Aber diese Schicht ist dann weniger belastbar. So, das bedeutet, wenn ich starte, ne, mein Triebwerk wird dann sehr warm und dann, wenn ich irgendwann wieder lande, dann ist es wieder kalt. So. Und diese zyklische Belastung dann ist dann für die Bauteile irgendwann nicht gut. Man hat dann ein anderes Alternativverfahren, das die EBPVD-Verfahren, wo ein Vakuum, wie sagt man, eingesetzt wird und eine Dunstschicht aufgebracht wird. So, um dann eine Dickschicht da drauf zu bringen, braucht man einen sehr langen Prozess. Aber hier haben die Schichten eine säulenartige Struktur, was bedeutet, die Wärmeleitfähigkeit ist auch gering, aber sie können ausdehnen. So, die Schicht kann atmen, sagen wir so. Wenn die Temperatur steigt, sie können ausdehnen, ohne aufzubrechen, und wenn sie senkt, ist immer noch Platz da. Und was wir bei uns seit mehreren Jahren machen, ist, wir haben einen Prozess entwickelt, wo man in die herkömmlich-thermische Spritzenverfahren nicht ein Pulver als Ausgangswerkstoff hat, sondern eine Suspension. Und diese Suspension hat sehr, sehr feine Partikel und erlaubt, dass man dann Schichten mit einer Morphologie aufbringt, die entweder so eine säulenartige Struktur haben oder vertikale Rissen an sich haben, dass diese Wärmeleitfähigkeit senken und trotzdem atmen können. Genau. Und hier ist, sagen wir, dargestellt in einer kleinen Animation, wie tatsächlich so eine Beschichtung funktioniert. So, das ist nur ein Beispiel. Ein Turbinenschaufel kann von vielen Arten und Weisen beschichtet werden, mit unterschiedlichen Winkeln und alles. Es gibt verschiedene Strategien. Aber was man sehr gut sehen kann, ist hier, die Suspension wird in der Plasmastrahl oder in der Flamme eingebracht. Und dann die Teilchen, so die Flüssigkeit wird dann verdampft. Und die Teilchen werden immer kleiner und immer kleiner. Und sie werden dann gegen die Substrat aufprallen und dann wird, wie sagt man, Layer by Layer die Schicht dann aufgebaut, bis tatsächlich, wie sagt man, wir die Ergebnisse erreichen, die wir erreichen möchten. Genau. Und dann, es gibt verschiedene Beschichtungsstrategien, die wir haben können, um entweder diese säulenartige oder diese Dense Vertical Cracks zu erreichen. Und hier ist ein Video auch von das Prozess zu sehen. Und was sehr interessant zu wissen ist, mit diesem Verfahren kann man sehr dünne Schichten, aber auch sehr dicke Schichten erreichen. Man kann sowohl sehr porös als auch sehr dicht so. Man hat eine komplette Freiheit, an was zu Gestaltungsmöglichkeit kommt. Und durch diese feinere Partikel ist die Oberfläche auch viel glatter, was erlaubt, dass man, sagen wir, Near Net Shape Schichten erzeugen kann, und dann die Bearbeitungskosten hinterher sind viel geringer. Weil der Ziel ist auch tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob ich das korrekt übermittelt habe, aber wenn man eine sparsame Triebwerk haben möchte, es ist nicht nur, dass man die Temperatur erhöhen kann für das Prozess, sodass es besser läuft, man kann auch die Produktionskosten auch stark reduzieren von diesem Triebwerk. Und das ist nicht nur in die Luft- und Raumfahrt, sondern es gibt, sagen wir, Life Beyond Wärmedampfschichten. Und das ist hier nur ein paar Beispiele, was für die Suspensionsspritzen tatsächlich für die Welt von die Beschichtung machen kann. So, wir kriegen total Freiheit, in was zu Zusammensetzung kommen, weil in die typische thermische Spritzenverfahren, man muss die Pulver kaufen. So, dieser Spritzzusatz muss in irgendwelcher Art und Weise zur Verfügung stehen. So, das bedeutet, ich bin begrenzt auf die Zusammensetzung, dass die Industrie tatsächlich anbietet. Jetzt bin ich nicht mehr, so zum Beispiel hier am IKTS, wo wir gerade stehen, werden die Suspensionen entwickelt, die wir nutzen, drüber am IWS. Und wir können Einzelsuspensionen erstellen und sie nach Beliebheit dann mischen und dann maßgeschneiderte Zusammensetzung erstellen. Genau. Und man kann kombinieren, zum Beispiel ein Werkstoff hat einen besseren Verschleißschutz eingeschafft, die andere hat vielleicht eine bessere Spritzbarkeit und kann dabei die Prozess, wie sagt man, freundlicher gestalten. Genau, ein anderes Beispiel ist hier zum Beispiel ein Dentalimplantate, weil es erlaubt, viel feine Schichten zu erzeugen, in dieser Form von Zirkonoxid, genau, oder die typische Aluminiumoxidschichten. Und diese Verfahren, so der Grund, warum ich auch heute hier stehe, ist, die ersten OEMs
nutzen schon die Verfahren in die Industrie und das hat so gemacht, dass endlich auch die kleinen Mittelunternehmen und auch andere Firmen tatsächlich sich trauen, dann das anzuwenden und das nachzufragen. Und jetzt ist auch die Nachfrage, wie sagt man, gestiegen in den letzten Jahren und wir haben ziemlich viel zu tun, was mich auch freut. Genau, ist auch schon zu sehen, dass etwas, das man glaubt, tatsächlich, wie sagt man, umgesetzt werden kann. Genau, und das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es ein bisschen interessant war. Genau. Also für mich war es interessant. Ich denke, das wird den anderen Kolleginnen und Kollegen ebenfalls gegangen sein. Auch hier die Möglichkeit, nochmal aus dem Plenum heraus Fragen zu stellen, beziehungsweise auch aus den sozialen Medien. Fangen wir aber mit den Kollegen vor Ort an. Gibt es zu dem, was Frau Dr. Barbosa vorgestellt hat, erste Fragen? Franke vom Gießereipraxis. Eine Frage. Die Erfahrungen sagen, dass die Oberflächenbehandlung des Produktes oder des Teiles einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Haftbarkeit der Schicht hat. Welche Oberflächenbehandlungsverfahren haben Sie eingesetzt? Okay, so die, danke schön. Das ist wahr, so thermische Spritzen hat dieser Spiegeleffekt auch, ne, dass tatsächlich, was man auf die Substrat hat, auf die Schicht sich aufbildet. In diesem Fall ist es so, dass die typische Substratvorbehandlung Sandstrahlen ist und die Rauheit von der darunter liegenden Haftvermittlungsschicht eine sehr wichtige Rolle, wie sagt man, spielt dann in der Schichtaufbau. Aber gerade arbeiten wir dran tatsächlich, das zu ersetzen. So, wir möchten Sandstrahlen durch Laserlicht ersetzen. Muss aber trotzdem wirtschaftbar bleiben, ne? Was schwer ist, wenn Sandstrahlen so günstig ist. Gut, vielleicht noch weitere Fragen aus dem Plenum? Stefan Schön, Sächsische Zeitung. Gibt es Interessenten aus Dresden, also aus der Region oder aus Sachsen, also die dieses Verfahren nutzen, anwenden wollen? Wir haben hier Luft- und Raumfahrt, wir haben hier Medizintechnik. Ja, danke schön. Von der Luft- und Raumfahrt her nicht, weil die Firma, die gerade hier ist, mehr Reparatur. Dafür muss zuerst die OEM, sagen wir, die Verfahren zulassen. Und das ist wirklich schwierig, aber es läuft schon. Und, aber es gibt andere Firmen hier, die auch Interesse haben, um zum Beispiel für Brennstoffzellenentwicklung, weil diese Schichten, so wenn wir, sagen wir, weiter aus die Wärmedämmschichten denken, sie können sehr, sehr dicht sein. Wenn sie sehr dicht sind, ist zum Beispiel die elektrische Isolation auch viel besser. Das bedeutet, ich brauche weniger Material, um die gleiche, wie sagt man, Ergebnisse zu erreichen. So, es ist wirklich viel Möglichkeiten hier. Auch in der Region so. Wir arbeiten gern mit Sachsen. Das verkürzt auch die Wege. Fragen wir noch mal im Internet nach. Gibt es Fragen aus den sozialen Medien, die gestellt wurden? Ja, hier fragt jemand, es wurde auch schon angedeutet, ob diese Technik auch im Automobilbau einsetzbar, denkbar ist. Ja, und wie, in welcher Form? Ja, genau. So, wenn man denkt an eine Wärmedämmschicht, das kann, wie sagt man, überall auch eingesetzt werden, wenn man einen bestimmten Schutz von Wärme haben möchte. Und wir haben tatsächlich jetzt ein Projekt, die startet im Januar oder Februar 2020 mit einem Großautomobil erstellen, dass es geht um diese Schichten dann in die Brennraum zu nutzen, um das Temperatur auch dann dort zu steigern zu können. Und dann dadurch, wie sagt man, die Prozess auch effizienten zu gestalten. Wir retten denn diese, oder nicht? Was Sie möchten. Genau. In Motorrennenbrenner. Dankeschön. Gut, ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es mit den Fragen erstmal damit bewenden. Bitte merken Sie sich, was Sie noch fragen möchten für die anschließende Diskussion. Ich danke dir recht herzlich, Dankeschön. Liebe Maria. Kommen wir zur Nummer 3. Frau Marie Jurisch ist am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAN tätig. Sie hat Maschinenbau in Dresden bis 2011 studiert und ist auch nach dem Studium direkt zu Fraunhofer gekommen. Begonnen hat sie mit dem 3D-Siebdruck und ist da gerade in ihren finalen Zügen zu promovieren zum Thema Titan-Siebdruck. Hat sich vor 2 Jahren dazu entschieden, sich dem Elektronenstrahlschmelzen und zum Thema Stählen zu widmen. Und ihre Entwicklung, die sie heute vorstellen möchte,
betrifft den 3D-Druck, wie man landläufig sagt, Additive Manufacturing würden wir sagen. Es geht dabei, dass natürlich mit diesem 3D-Druck Materialien verwendet werden können, die konventionell in der Komplexität nicht geometrisch verarbeitet werden können. Ich denke, das ist für die meisten Kollegen schon bekannt. Beispiel wäre zum Beispiel eine Funktionsintegration dessen, was mit konventionellen Methoden soweit nicht machbar ist. Gebogene Kühlkanäle wären ein Beispiel. Und die Turbine, die sie mitgebracht hat, wurde mit dem Unternehmen H&E aus Moritzburg aus der Region Dresden umgesetzt. Also auch da schon die regionale Komponente mit dabei. Da wurde das Laserstrahlschmelzen mit dem Elektronenstrahlschmelzen verheiratet. Und wichtig zu sagen ist, dass die Teile passen müssen und fertigungsgerecht umgestaltet werden, damit sie druckbar sind. Und als letzten Hinweis ist zu sagen, dass drei verschiedene Werkstoffe verarbeitet wurden: Aluminium, Stahl und Titan. Und jetzt möchte ich es auch dabei bewenden und Frau Jurisch das Wort geben. Eine warme Hand für Frau Jurisch. Vielen Dank für die einleitenden Worte. So, ja, dann herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zum Pressefrühstück. Heute etwas plakativ mit der Turbine aus dem 3D-Drucker. Ja, was wir am Fraunhofer IFA machen, ist, wie schon berichtet wurde, das Elektronenstrahlschmelzen, wie daraus im Grunde eine Turbine entsteht. Das möchte ich nochmal kurz zurückstellen. Ich möchte nochmal kurz auf den 3D-Druck selbst kommen. Warum ist der 3D-Druck eigentlich relevant? Es wird immer berichtet, es ist eine disruptive Technologie, die alles andere ersetzen wird. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es ist eine Fertigungstechnologie wie jede andere, die ihre Vor- und Nachteile hat. Und einige dieser Vorteile möchte ich jetzt nochmal kurz darlegen und eben daran auch erklären, was wir eben auch, woran wir forschen und was eben auch die Grenzen sind, die derzeit noch da sind. Fangen wir mal an mit den ersten Themen, also warum der 3D-Druck, Ressourceneffizienz und Qualität. Ressourceneffizienz, das ist in aller Munde, Materialeinsparung ganz wichtig. Mit dem 3D-Druck, was meistens auf pulverbasierten Verfahren besteht, können wir hier eben Pulver nur dort einsetzen, wo wir es auch wirklich nutzen. Das heißt, wir können gezielt Nacharbeit reduzieren, wir können eben aber auch gezielt Material einsparen, das hinterher nicht recycelt werden muss oder zumindest einfach recycelt werden kann, wie man in unserem Pulver auch dann sehen kann. Die andere Geschichte ist die Qualität. Es gibt einige Werkstoffe, die man konventionell durch Schmieden, durch Zerspanen nicht in den Eigenschaftsportfolio herstellen kann, wie man es gerne möchte. Ein ganz besonderes Beispiel ist hier das Scalm Alloy, eine scandiumhaltige Aluminiumlegierung, die im Gegensatz zu dem klassischen Aluminium, Silizium, Magnesium, was häufig eingesetzt wird, deutlich bessere Eigenschaften produziert. Und diese Eigenschaften können aber nur mit der additiven Fertigung hergestellt werden. Durch diese Schnellabschreckung, die letztendlich bei der Erstarrung nach dem Laserprozess Schicht für Schicht entsteht. Das ist nicht durch die eigentliche spannende Bearbeitung oder durch Schmiedeprozesse herstellbar. Genauso sieht es dann auch aus mit anderen Werkstoffen. Gehen wir beispielsweise in martensithaltige Stähle, die durch Schnellabschreckung eben und die hergestellt werden können, die aber eben sehr rissanfällig sein können. Und das ist mit konventionellen Technologien nur schwer herstellbar. Hier ist zum Beispiel aber konventionell auch das Plasmaspritzen zu nennen, was aber eben nur eingeschränkte Schichtdicken erzeugen kann und somit natürlich nicht auf dreidimensionale Bauteile erzeugen lassen können. Und hier kann die additive Fertigung eben punkten. Daneben, das hat der Kollege eben schon gesagt, die Freiheit im Design, die Funktionsintegration, die Kühlkanäle, klar, ist ein klassisches Beispiel, was die meisten kennen. Zum anderen aber ein Beispiel aus dem Fraunhofer IWU, was die Entlüftung von Werkzeugen angeht. Also damit können die
Spritzgussbauteile, die damit hergestellt werden, mit deutlich besseren Oberflächen, deutlich besserer Qualität hergestellt werden, ohne dass man zum Beispiel hinterher noch Beschichtungsprozesse wie Lackierung aufbringen muss. Und somit kann auch wieder hintenrum Zeit und Kosten gespart werden oder eben zusätzliche Schritte eingespart werden. Ein wesentlicher Punkt ist hier auch die Möglichkeit zur Topologieoptimierung. Dadurch, dass wir in der additiven Fertigung sehr komplexe Strukturen aufbauen können, können wir auch entsprechend nur die Lastpfade drucken, die ein Bauteil mit sich bringt, ohne dass man eben normgerechte Bauteile haben muss. Also wichtig ist am Ende, dass man natürlich Funktionsflächen behält, aber der letztlich verbleibende Designraum ist so erstellbar, dass man wirklich Material optimiert oder eben funktionsoptimiert, wie auf Steifigkeit oder auf Gewichtminimierung abzielt. Ein weiterer Punkt ist die Verkürzung von Fertigungszeiten oder eben auch Entwicklungszeiten, was natürlich hintenrum dann auch zu einer Wirtschaftlichkeitssteigerung führt. Ein schönes Beispiel ist hier der Lenkstockhalter aus der Formula Student, der ursprünglich mit 18 Teilen konzipiert war und dann durch die additive Fertigung reduziert wurde auf nur ein einziges Bauteil. Das spart natürlich massiv an Montageprozessen hinten raus und ist noch zusätzlich um 50% gewichtsoptimiert und auch die Steifigkeit entsprechend so angelegt, dass, was in einem Rennwagen natürlich wichtig ist, die Umsetzung direkt vom Lenkrad auf den Reifen überführt wird. Das andere Beispiel ist ein Werkzeugeinsatz mit 3D-Druckteilen. Hier wurden verschiedene additive Technologien auch kombiniert, also auch Kunststoffdruck, aber eben auch die konventionelle Verarbeitung mit zum Beispiel einer Stammform, die eingesetzt wird, und eben aber auch den metallischen additiven Fertigungsverfahren, wie hier dem Laserstrahlschmelzen, um gezielt ein Werkzeug innerhalb von weniger als einer Woche aufzubauen. Und das ist ein extremer Entwicklungszeitgewinn, weil hier erste Prototypen gespritzt werden können, die schon aus Originalmaterial wohlgesagt, die auch dann schon getestet werden können, und iterative Anpassungen an dem Werkzeug, die dann noch notwendig werden, können eben sehr, sehr schnell nachgerüstet werden, auch mit diesem Stammformkonzept, und dadurch Entwicklungszeit massiv einsparen. Zu guter Letzt eine Variante oder ein Beispiel, was die meisten kennen, kundenindividuelle Varianten. Also allen voran stehen da natürlich immer gleich die Implantate aus der Medizintechnik. Eben hier ein Beispiel auch mal aus dem Elektronenstrahlschmelzen, was bereits kommerziell erhältlich ist. Das ist die EBM-Hüftpfanne, die auch hier wieder die vorgenannten Vorteile auch beherbergt, wie dieser feinen Strukturierung, dieser Porenstruktur, die das Knocheneinwachstum verbessert. Wichtig ist aber zu sagen, dass wir nicht mit einer Technologie alles aufbauen können. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Das Wichtige ist, jedes Bauteil getrennt voneinander zu beachten, zu überprüfen und zu identifizieren, welches die richtige Technologie ist. Hier bieten wir am IFAM auch Seminare an, von Kunststoff bis zu Metall, wo wir die richtige Technologie für Sie auch an genau Ihren Bauteilen beurteilen können und geben Ihnen das natürlich mit, dass auch Sie das selber können in Zukunft. Weil in dieser großen Bandbreite an verschiedenen Verfahren man ja kaum noch durchsieht. Hier in Bezug auf der Turbine, um hier zurückzukommen, haben wir aber nur zwei additive Verfahren verwendet, und das wäre das Laserstrahlschmelzen und das Elektronenstrahlschmelzen. Im Folgenden würde ich kurz auf die Verfahrensspezifika eingehen. Wir haben beim Laserstrahlschmelzen, genau wie beim Elektronenstrahlschmelzen, zunächst die CAD-Daten, die gesliced werden und dann Schicht für Schicht quasi mit dünnen Pulverschichten aufgerakelt werden und dann mit dem Laser herausgearbeitet werden. Das sind Schichten zwischen, kommt auf die Technologie drauf an, aber zwischen 5 und 50 Mikrometer meistens, die dann
Schicht für Schicht zum Bauteil oder zu den Bauteilen entstehen. Das Pulver kann hinterher dann auch abgestrahlt werden bzw. Abgeputzt werden hier an dieser Stelle beim Laserstrahlschmelzen und die Bauteile können entsprechend entnommen werden mit der Bauplattform, werden von der Bauplattform gelöst, Stützstrukturen werden gegebenenfalls entfernt. Jetzt zum Thema Elektronenstrahlschmelzen. Wo liegt hier der Unterschied? Also wir arbeiten ebenfalls natürlich in einem Pulverbett. Wir arbeiten auch mit feinen Pulvern. Die Pulver sind allerdings etwas gröber. Wir liegen hier nicht im unter 50 Mikrometer Bereich, wie das bei den Laserverfahren meistens der Fall ist. Wir arbeiten zwischen 50 und 150 µ in der Regel, was natürlich auch zu einer Produktivitätssteigerung führt. Aber auch natürlich den Nachteil hat, dass wir hier etwas gröbere Oberflächen haben. Aber auch hier ist wieder gesagt, wichtig ist am Ende, dass die Funktionsflächen passen und dass das Bauteil betrachtet werden muss. Also nicht alles muss immer nachbearbeitet werden und nicht jedes Bauteil braucht die perfekte Oberflächengüte von Anfang an. Gerade im Thema Werkzeugbau beispielsweise müssen Oberflächen ohnehin nachgearbeitet werden. War zu schnell. Zum Thema hier auch noch ein kleines Filmchen. Ich nicht starten will. Jetzt. Genau, also wie gesagt, wir arbeiten unter Vakuum in einer Baukammer mit zwei Pulverhappern links und rechts. Das Pulver wird gerakelt dünn, dann wird aber im Gegensatz zum Laserstrahlschmelzen das gesamte Pulverbett von oben vorgeheizt und somit eine minimale Versinterung erzeugt, um einen sogenannten Smoke-Effekt zu vermeiden. Das heißt, wenn die Pulverteilchen sich gegenseitig aufladen, würden sie sich gegenseitig abstoßen und dann eine Pulverwolke sozusagen im Bauraum erzeugen, die natürlich zum Prozessstopp führt. Nach dieser Vorwärmung, leider läuft das jetzt gerade nicht weiter, kommt es zum sogenannten Head-Schmelzen. Also da werden wirklich selektiv die einzelnen Bauteile ausgeschmolzen. Und dieser ganze Prozess wird wiederholt vom Vorwärmen über Rakeln, über Schmelzen. Und das Schritt für Schritt, bis die Bauteile fertig sind. Das Pulver ist dann leicht miteinander versintert, aber absolut recycelbar. Und wird letztendlich dann abgestrahlt mit Eigenpulver. Und die Bauteile können entnommen werden. Die Stützstrukturen sind relativ einfach zu entfernen, weil wir hier bei erhöhten Temperaturen arbeiten und somit eben auch minimale Eigenspannungen nur mitbringen, was natürlich auch eine erhöhte Bauteilkomplexität mit sich bringen kann, weil die Stützstrukturen nicht bis zum Boden angebunden werden müssen, sondern eben auch freihängend im Pulverbett liegen können. Ja, aber zurück zur Turbine selbst. Wir haben hier ein Modell einer Gasturbine aufgebaut. Also Sie sehen das Modell auch drüben auf der Vitrine von Siemens, die SGT 68000H. Wir haben hier sehr, sehr viel Energie und Zeit in die Fertigungsplanung gesteckt. Weswegen? Und zum einen, wir wollten, dass die große Herausforderung, konventionelle und additive Technologien miteinander zu verheiraten, heißt, dass auch die Bauteile super zueinander passen müssen. Jedes Verfahren hat aber unterschiedliche Oberflächenrauigkeiten, unterschiedliche Genauigkeiten und diese Positionierung zueinander muss am Ende stimmen. Und das haben wir alles vorher im virtuellen Prozess erzeugt. Und haben gleichzeitig entsprechend auch die Turbine so weit reduzieren können, dass aus den ursprünglich 3000 Teilen 68 Teile geworden sind. Was natürlich für einen Montageprozess am Ende sehr, sehr viel Ressourceneinsparung bedeutet. Gleichzeitig musste geplant werden, dass etwa Stützstrukturen entweder komplett vermieden werden konnten oder Stützstrukturen so gelegt werden, dass man auch hinterher mit einer spannenden Bearbeitung an diese Funktionsflächen rankommt. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Fakt, der schnell vergessen wird. Und auf diese Weise haben wir ein Modellmaßstab 1 zu 25 aufgebaut. Oben rechts sehen Sie den Bauraum im Grunde mal für die EBM-Teile. Und das Ganze wurde EBM bei uns am IFAM im Innovation Center for Additive Manufacturing erzeugt und die Laser strahlgeschmolzenen Teile wurden bei der Firma H&E in Moritzburg aufbereitet und dann auch die konventionellen Teile hergestellt und dort auch montiert.
Wichtig zu sagen ist hier, diese Fertigungsplanung beinhaltete auch, dass wir die Bauteile alle nur einmal gedruckt haben. Also da waren nicht verschiedene Iterationsprozesse an der Tagesordnung, sondern sogenannte First-Time-Write-Produktion. Ja, was hier gedruckt wurde mit EBM und SLM, sieht man hier, beziehungsweise den EPBF, Electron Beam Melting und dem Laser Beam Melting. Wir haben verschiedene Gehäuseteile und Statorstufen, die insbesondere aus dem Werkstoff Titan 6 Aluminium 4 Vanadium erzeugt wurden und über das EBM und zum anderen Schaufelringe und Gehäuseteile, die über das Laserstrahlschmelzen erzeugt wurden. Also hier diese Aluminium Schaufeln und das Gehäuseteil ist letztendlich dann hier vorne und das große Teil über das SLM. Das Ganze gedreht auf einer gedrehten Welle und mit Abstandshaltern, die konventionell natürlich hergestellt wurden. Zum Abschluss, dass ich Ihnen zeigen kann, dass das Ganze auch wirklich funktioniert, soll dieses Video nochmal verdeutlichen und hiermit bedanke ich mich auch schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie gut zu, Sie hören dann auch, dass die Turbine auch wirklich einen gewissen Klang erzeugt. Vielen Dank. Ja, auch hier, welche Fragen liegen vor? Das ist zweifellos als Technologiedemonstrator sehr faszinierend, dass er auch funktioniert. Ja. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, was hat das für einen Sinn letzten Endes? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie das ausgemessen haben, aber dass so eine Turbine von der Haltbarkeit, von der Performance und so weiter und so fort mit einer durch normale Serientechnik hergestellte Turbine wahrscheinlich weit unterlegen ist. Ich kann mich entsinnen, BMW hat mal so einen April-Scherz gemacht, dass Motorräder ausgestattet werden mit so mit Metall-3D-Drucker hinten drauf, dass man unterwegs seine Ersatzteile eben herstellen kann. Mhm. Na, ich meine, es war zwar weit von dem entfernt, was jetzt im Moment geht, aber das hätte zumindest irgendeinen Sinn. Wozu könnte man das jetzt wirklich praktisch einsetzen, außer wir haben mal gezeigt, dass es mit 3D-Druck geht? Es ist natürlich ein Technologiedemonstrator, wie Sie schon sagten. Was dieser Demonstrator im Grunde zeigen soll, ist, dass wir auch luftfahrtrelevante Bauteile entsprechend aufbauen können, auch sicherlich im Hinblick später auf die Automobiltechnik und dass diese Montage von Baugruppen absolut nicht zu unterschätzen ist. Da steckt ganz viel Gehirnschmalz drin, kann man so sagen. Und das erfordert natürlich entsprechend Vorarbeit, vor allem im virtuellen Raum schon. Der Druck ist die eine Geschichte, aber diese komplette Fertigungsplanung und diese Fertigungsplanung von der additiven Fertigung auch in den konventionellen Prozess mit zu integrieren, das erfordert viel Hausaufgaben, auch in der Industrie. Und das war ein Grund, weswegen wir diesen Demonstrator aufgebaut haben. Hier haben wir natürlich eben auch Materialien drin, die nicht in einer normalen Turbine drin wären. Also mit Aluminium kennen wir hier nicht weit. Also da geht es dann in Richtung auch Nickelbasis, Superlegierung oder Titanaluminide. Das Titan 6-4 sicherlich schon eher, aber eben auch nicht unbedingt reiner Turbinenbestandteil. Aber auch hier haben wir, soll dieser Demonstrator zeigen, dass wir absolut eben auch noch hier Forschungsbedarf haben, was auch die Verfahrensgrenze der Materialien angeht. Also nicht jedes Verfahren kann alle Materialien und deswegen ist es wichtig, dass man die Bandbreite der Verfahren kennt und eben auch beispielsweise, klar, mit dem SLM, dieses Galm-Alloy, diese Aluminiumlegierung mit der Rascherstarrung, dass man sich damit gut auskennt, aber auch weiß, dass beim EBM beispielsweise durch die hohen Vorwärmtemperaturen entsprechend super Nickel-Basis-Legierungen auch verarbeitbar sein können.
oder eben Titanaluminide, die konventionell kaum herstellbar sind. Wir hatten hier vorne noch eine Frage. Ludger Wolfgart vom Stahlreport. Gibt es bei der additiven Fertigung im Bereich der Metalle, wir haben ja gesagt, Aluminium, Stahl, Titan sind so Ihre Bereiche, gibt es da einen Werkstoff, der sich da besonders eignet, der da eine besondere Zukunft hat, oder kann man das nicht sagen? Im Bereich, ich kann vor allem für mich auch für den EBM-Bereich sprechen, das Elektronenstrahlschmelzen, die habe ich vorhin auch mal erwähnt, die martensitischen Stähle sind hier ganz besonders zu nennen, weil einfach durch die durch den hohen Kohlenstoffgehalt die Rissanfälligkeit sehr hoch ist. Und mit dem EBM-Verfahren und den hohen Vorwärmtemperaturen haben wir hier die Möglichkeit, diese Rissanfälligkeit einzuschränken oder sogar komplett zu eliminieren und damit eben Gefüge herzustellen, die der konventionellen Technik sehr ähnlich sind und dadurch prädestiniert sind. Und wir wollen ja auch in Zukunft mehr dran forschen, eben auch EBM-Only-Werkstoffe auch in diesem Bereich zu etablieren und auch zu entwickeln. Gut. Online gab es da auch noch Meldungen, da haben wir in diesem Fall keine Meldung. Deswegen würde ich sagen, erstmal besten Dank für die Präsentation. Kommen wir gerade dann zum nächsten und damit vierten Punkt. Frau Dr. Bianca Weihnacht, Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, IKTS, studierte hier in Dresden Physik und in Freiberg auch bis zum Jahr 2000, hat ein Jahr Unterbrechung in St. Petersburg noch einfließen lassen mit einem DAAD-Stipendium, ist dann im Dresdner Grundwasserforschungszentrum in Petrophysik oder hat dort promoviert bis 2008, dann zur zerstörungsfreien Prüfung gewechselt und seit 2008 ist sie bei Fraunhofer mittlerweile stellvertretende Gruppenleiterin für Systeme für Zustandsüberwachung. Das bedeutet, sie bekümmert sich um Rohrstrukturen in Raffinerien, Pipelines, Offshore. Stichworte sind Jackets und Monopiles. Zu ihrer wissenschaftlichen Entwicklung, die sie heute darstellen möchte. Es gibt ein großes Defizit in der Überwachung von Anlagen, gerade wenn wir über das Thema Offshore sprechen. Harsche Umgebung, die Arbeitszeit ist sehr begrenzt. Und da ist die Idee, es wäre schön, wenn man etwas installieren könnte, das Schweißnähte unter Wasser auf Rissbildung hin permanent überwachen könnte. Und die Lösung sieht Frau Dr. Weihnacht darin, in einer Sensormanschette, denn bislang war ein Roboter nötig, um die Datenkommunikation und die Energieversorgung zu übernehmen. Und das Neue ist, dass die Lösung des IKTS das komplett ohne Stecker und Kabel realisieren kann. Also herzlich willkommen, Frau Dr. Weihnacht. Na, schönen guten Tag. Sie haben ja schon ganz schön lange durchgehalten jetzt hier mit uns und unseren Themen. Das ist ja doch eine ganz schöne Bandbreite und ich bin da doch überrascht, wie vielfältig und detailliert die Fragen von Ihrer Seite hier kommen. Also schön, dass Sie alle da sind. Jetzt muss ich meine Präsentation noch starten. Ja, ich nehme Sie jetzt ganz woanders mit hin. Ich nehme Sie mit in den Offshore-Windpark. Ich vermute mal, die meisten von Ihnen waren noch nicht dort. Das ist auch gar nicht so leicht, da hinzukommen. Es gibt zwar immer mal so Touristenausfahrten, aber wenn man dort arbeiten möchte, ist eine ganz schön große Vorarbeit notwendig an Schulungen und was da so alles anfällt. Also muss man zum Beispiel 3 Meter ins Wasser springen bei den vorherigen Schulungen. Und ich habe da meinen Sohn beeindruckt, als ich dann auch im Schwimmbad einfach mit gesagt habe, 3 Meter Sprungturm schaffe ich locker. Mama, bist du dir sicher? Ich dachte, ach naja, was dort geht, geht dort auch. Also man muss sich wirklich da sehr intensiv darauf vorbereiten. Das hat einfach mit der Sicherheit zu tun. Das alles ist weit weg von allem und man kommt auch nicht schnell zurück. Und deswegen ist es für uns eben auch ganz wichtig, dass man dann entsprechend auch vorbereitet ist auf das, was einen dort erwartet. Ich habe Ihnen hier mal die Karte der derzeit installierten Windparks mitgebracht. Nun weiß ich gar nicht, ob ich hier Eulen nach Athen trage. Sie sind ja nun alle von der Presse und wahrscheinlich besser informiert über die aktuellen Zahlen als ich. Es sind eine ganze Menge, die wir da jetzt haben und sind auch noch sehr viele im Bau, auch in der Planung. Ich habe jetzt nochmal hier so mit diesem orangen Kringel, also der Pointer jetzt auch hier geht, ja. Moment, nicht ganz. Gekennzeichnet, wo wir schon mal waren, also ich jetzt konkret mit meinen Kollegen. Wir waren also in Nord- und Ostsee unterwegs. Sie sehen da doch, also das eine ist vor Helgoland, die anderen zwei sind in der Ostsee
Und insbesondere, wenn man sich außerhalb der 12-Meilen-Zone befindet, hat das dann wieder doch gewisse Herausforderungen, was den Zoll betrifft. Also alles muss verzollt werden, das muss wieder rein und raus. Und spätestens, wenn die Manschette halt dort verbleibt und man bringt sie nicht wieder mit, dann gibt es Ärger beim Zoll. Also das sind alles so Dinge, über die ich mir vorher im Vorfeld dieser Projekte überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Man dachte, naja, ich mache halt Elektronik, also die machen die Kollegen, weil ich ja Physik studiert habe. Und wir installieren das dann dort. Da wird einem so bewusst, wie aufwendig das alles dort ist. Es ist also nicht irgendwie schnell gemacht. Und ich dachte immer, so in Raffinerien zu kommen, da muss man auch 4 Stunden Training und dann Multiple-Choice-Test, dachte ich immer so, das ist das Schlimmste. Das stimmt aber nicht. Offshore-Windparks sind also doch noch deutlich aufwendiger. Ich habe Ihnen hier auch nochmal, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, den derzeitigen Stand des Ausbaus mitgebracht. Wir sind also über einen Bereich jetzt gerutscht, wo wir doch sehr viel Leistung offshore schon installiert haben. Das sind also mehrere Kernkraftwerke, die wir ersetzen konnten dadurch. Sie sehen hier, 2015 gab es einen ziemlichen Peak. Das hängt damit zusammen, dass da 2 große Windparks in der Ostsee ans Netz gegangen sind. Ja, und wenn wir auf das andere Diagramm rechts schauen, da sehen Sie, das Dunkelblau ist das, was wir schon geschafft haben. Am Ende soll eigentlich 2030 der Kreis rund sein. Im Moment ist das ein bisschen schwierig mit den ganzen Einspeisevergütungen. Sie wissen sicher auch, in Sachsen gibt es doch ziemlich viele Windparks, auch onshore, die Probleme haben, weiter zu betreiben, wirtschaftlich zu sein. Von daher ist das schon ein Thema, was ich mir dann auch wieder auf der Agenda wünsche, dass wir da eben doch ein ganzes Stück auch weiterkommen und nicht jetzt irgendwie das alles einschlafen lassen. Ja, die Herausforderungen sind halt im Betrieb. Sie müssen sich vorstellen, so eine Taucher, gerade in der Nordsee, können also 4-mal am Tag tauchen, 1 Stunde, immer wenn Niedrigwasser und Hochwasser sozusagen ist. Sonst können die nicht tauchen, weil einfach die Strömung zu stark ist. Ich selber bin schon mit ausgefahren und wir haben dann 3 Tage gewartet, überhaupt mal Wetter war. Dann war immer so die Frage, kann er denn tauchen jetzt oder kann er nicht tauchen? Das sind einfach Kosten, die da entstehen, die sind immens. Und so ein Tauchschiff mit den Tauchern, alles was dazugehört, kostet ungefähr 60.000 Euro am Tag. Da reden wir jetzt noch gar nicht von den Installationsschiffen, das sind so riesengroße Schiffe, wo die Monopiles, das kam euch in der Sendung mit der Maus übrigens, wo die Monopiles aufrecht stehend offshore gefahren werden und versenkt werden und also reingerammt werden. Und das sind einfach ganz andere Dimensionen, als wir so an Land haben. Und deswegen ist auch hier eben in diesem Projekt das Ziel, dass man einfach diese Wartungskosten doch deutlich nach unten bringt. Jetzt würde ich Ihnen natürlich auch ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Hier hinten sehen Sie diesen schornsteinartiges Gebilde, was hier hinten steht, so ein bisschen wie der Elbdampfer. Der Schornstein, der dann abklappt, kurz vor dem blauen Wunder, wo die Manschette umgelegt ist, wie so ein Gürtel. So ein Jacket, nehmen wir immer als Beispiel, hier unten. Das hat sehr viele Schweißnähte. Und die müssen natürlich geprüft werden. Das sieht im Moment so aus, dass da ein Taucher rangeht. Da muss man das Ganze reinigen, da ist ja Bewuchs drauf. Und dann guckt er, wo er so mit seinem Tauchermesser reinkommt. Sie können sich vorstellen, für uns Experten in der zerstörungsfreien Prüfung ist das jetzt nicht befriedigend. Für die Taucher auch nicht und für den Betreiber eigentlich auch nicht. Wir haben ja noch gar nicht so lange Offshore-Windparks. Also die kritischen Zeiten kommen ja erst, wenn es dann um Betriebsverlängerungen so geht, wo man sagt, hier sind wir uns unsicher, da müssten wir eigentlich was monitoren. Also ich denke, die Zeit für diese Monitoring-Technologien bricht auch erst noch an. Im Moment gibt es da nicht viel dazu. Und Sie sehen auch hier, wenn wir in so Spitzkernen sind, hier, da kommt ja keiner rein. Da kann ich mit Ultraschall klassisch nicht prüfen, also dass ich einen Prüfkopf aufsetze und einfach schaue, was dort passiert. Das ist da nicht möglich. Deswegen haben wir uns ein anderes Konzept überlegt. Wir sind also niederfrequenter unterwegs, also der klassische Ultraschall. Viele von Ihnen, wenn ich hier Stahlbau und so höre, kennen das ja. Werden ja eigentlich alle Schweißnähte am Ende geprüft, ehe sie rausgehen in der Regel. Zumindest, wenn es um qualitativ hochwertige Fertiger geht. Dass wir hier Manschetten anbringen, die sich von der Schweißnaht entfernt befinden und Ultraschall hinsenden zu der Schweißnaht. Und Sie müssen sich das so vorstellen, denken Sie mal an so einen Dorfteich, Sie werfen einen Stein rein, da bildet sich die Welle aus. So, dann kommt dort noch ein Entenhäuschen mit rein. An dem Entenhäuschen wird was passieren, also es wird ein Teil der Energie zurückreflektiert werden. Genau das passiert hier auch. Also wenn die Schweißnaht intakt ist, wenn da kein Riss drin ist, kommt
keine oder fast keine Energie zurück. Und wenn sich dort ein Riss befindet, dann ist das anders. Dann kann man das Ganze auch noch so aufbauen. Sie sehen hier die Manschette, Sie können es sich ja dann noch ansehen. Viele verschiedene Sensoren, so wie so eine Computertomographie beim Arzt. Also wir gucken da aus allen Richtungen und am Ende bekomme ich ein Bild. Und da kann ich sagen, wie groß der Fehler ist, wo der sich befindet. Und das ist doch eine sehr hilfreiche Technologie dann für denjenigen, der rausfährt, vielleicht eine Stunde zum Tauchen hat, um nachzuschauen, dass er eben nicht die gesamte Schweißnaht dann sich nochmal anschauen muss. Ich habe Ihnen auch ein Tauchervideo mitgebracht. Das ist jetzt vor Helgoland. So nutze ich das dann an, wenn man in den Container oben ist. Die Manschette kam jetzt gerade runter, jetzt bringt sie der Taucher an. Sie sehen auch hier den Bewuchs im unteren Bereich des Videos. Da muss erstmal was entfernt werden. Also das ist alles nicht so schön blank und sauber. Und am Ende ist sie dann dran. Das ist an dem Monopeil in dem Fall. Wir haben sie gesichert, über den Winter dort gelassen. Ja, das war ein... Winter in der Nordsee und ich kann Ihnen ja auch sagen, das war für mich keine schöne Ausfahrt, denn es hat einen Teil der Manschette abgerissen. Es gab wahrscheinlich einen Wellendurchschlag und da war vorher so ein Kästchen dran mit dem Kabel, was wir damit gesichert hatten. Ja, und da baumelte da irgendwas um die Anode gewickelt. Ich dachte, nee, es ist nicht dein Kästchen, es ist nicht deins. Und dann kommt der Taucher zu der Manschette und dann war es eben doch meins. Und das war auch so die Motivation, dass wir gesagt haben, an der Manschette darf nichts dran sein, was irgendeinen Widerstand für Strömungen, für Wellen oder irgendwas bietet. Und so sind wir jetzt eben zu der Manschette gekommen, die Sie hier hinten sehen. Da gibt es kein Kabel mehr. Das ist alles Wireless, Energieversorgung, Datenkommunikation, sodass wir das, was dort verbleibt, eben nicht mehr so kritische Bauelemente hat, die wir dann, wo wir dann immer bangen müssen, wenn man wieder dort ist, geht es denn nur oder geht es nicht. Ich habe Ihnen hier auch mal ein Ergebnis mitgebracht. Was machen wir? Also wir instrumentieren was, wir bringen was an, das soll auch permanent dann dort verbleiben. Dann kriegen wir die schönen Messsignale, für die ja mein Herz schlägt, aber leider nicht das vom Kunden. Die wollen also gar nicht so eine Ultraschallsignale sehen im Detail, sondern die wollen das sehen, was sie hier hinten dargestellt erkennen können, einen Schaden in ihrer Struktur. Das heißt, die Arbeit jetzt für so eine Monitoring-Lösung geht ja viel weiter. Also muss die Elektronik entwickelt werden, dann muss man die zuverlässig machen, dann muss man das einlaminieren, dass es eben auch wasserfest ist. Muss dann dort messen, muss gucken, dass das Verfahren funktioniert, sagen, wie groß denn irgendwelche Risse sind, die man detektieren kann. Ja, und dann kommt nochmal ein ganz großer Schritt, den man leicht übersieht, die Bildgebung. Ich habe früher gesagt, naja, man sieht es doch in den Signalen, aber das ist ja nicht so. Am Ende soll es ja so sein, dass man über seine App beispielsweise sehen kann, wo ist denn was? Ist mein Windpark intakt oder ist er nicht intakt? Das heißt, wir haben einen Kollegen, der sich damit beschäftigt. Wir verwenden dazu Algorithmen aus der Geophysik. Sie müssen sich das vorstellen, so wie bei Erdbebenforschung oder auch in der Öl- und Gasexploration, wo man ja auch im Untergrund mit diesen mechanischen Wellen schaut, wo sich denn ein Ölreservoir befindet. Und natürlich perspektivisch hätten wir gern so eine 3D-Brille. Ne? Also dass dann jemand rausfährt, setzt sich die Brille auf, kann sich was angucken und sagt, na, da ist was und dort ist was. Wie das unter Wasser geht, weiß ich noch nicht, ob das für den Taucher auch funktioniert. Aber an Schienen oder jetzt auch in Rohrleitungen über Wasser, also Raffinerien, sind wir da schon dran. Denn der Kunde will es einfach haben. Ne? Und wenn die Zeit knapp ist, dann ist umso besser, wenn er nicht erst überlegen muss, ist denn mit der Zeichnung und wo ist es denn jetzt und habe ich sie richtig rum und so weiter, habe ich überhaupt die richtige Zeichnung dabei. Das wäre schön, wenn das alles eingeblendet wäre. Das ist für uns also der nächste Schritt. Und ich würde Ihnen vielleicht nur ganz kurz noch was zu unserem aktuellen Projekt sagen. Das heißt Remote Detect, da geht es eben genau um diese Plattform, dass wir ohne Kabel auskommen. Das ist jetzt realisiert. Das Projekt läuft auch nur noch bis Februar nächsten Jahres. Auch gut, dass alles jetzt da ist. Und wir nutzen jetzt zum Auslesen Unterwasserroboter, sehen Sie mal hier in der Mitte, die heranfahren und sozusagen am Objekt verbleiben, währenddessen wird gemessen. Ja, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ne? Deswegen habe ich hier nochmal einen Ausblick und vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung mit eingebracht. Sie sehen hier mal, das ist meine Hand auf diesem Bewuchs, da war unser Demonstrator ein halbes Jahr in Baltic 1 in 28 Meter Tiefe. So sieht das aus, was man da wieder rausholt. Das war vorher sauber. Und es ist natürlich auch so, dass man das berücksichtigen muss, wenn man da Systeme dafür entwickelt. Ja, also
wir haben ein Verfahren, mit dem wir das alles nachweisen können. Und das sieht ja alles schon sehr gut aus. Und trotzdem gibt es ja noch ein paar Dinge, die jetzt hier zu tun sind. Wir reden also jetzt davon, dass die Manschette eigentlich länger offshore bleiben können sollte, sage ich mal so, als das Bauobjekt. Wir reden also von 20 Jahren Auslegung. Das ist natürlich schon eine ziemliche harte Herausforderung. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem starken Partner, um das noch zum Produkt weiterzuentwickeln. Das fehlt sozusagen noch. Und wollen eigentlich auch dann komplett autonom arbeiten, also die Daten irgendwie nach oben bringen und wegfunken, dass eben auch kein Unterwasserroboter mehr notwendig ist. Und ja, die Zuverlässigkeitsfragen ist vielleicht das, was mich im Moment am meisten umtreibt. Wir haben bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, mal 5 Jahre irgendwo eine Manschette zu installieren. Sie können sich vorstellen, die Windparkbetreiber wollen eigentlich nichts dort dran haben, was irgendwas behindern könnte. Wir werden sehen. Es gibt jetzt ein paar Interessenten und ich hoffe, dass wir da so weit kommen, dass wir dann nochmal 10 Manschetten installieren und eben auch dazulernen, was dann unterwegs noch so passieren kann. Ja, und mit dem schönen Bild hier, das ist Baltic 1, das sind die schönen Momente, ne, wenn alles geklappt hat, kein Wellengang und man fährt wieder nach Hause im Sonnenuntergang. Danke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und stelle mich natürlich gerne Ihren Fragen. Ja, die erste Frage dort vorne. Dankeschön. Wäre es denkbar, diese Technik in das Bauteil selbst einzubringen, dass man gar keine Manschette mehr braucht? Ja. Weil das ist ja schlussendlich, auf was es hinausläuft. Ne? Erstens haben Sie immer einen Angriffspunkt, egal ob jetzt noch ein Kasten dranhängt oder nicht. Und zweitens, wie gesagt, das wäre für die Hersteller vielleicht oder für die Betreiber eine interessante Variante, eine kostengünstige. Also dass praktisch Standard im Bauteil drin ist. Ja, also wir haben in dem Projekt jetzt hier Tennet mit dabei. Das sind ja diejenigen, die diese großen Konverterplattformen darstellen. Und die sind ja immer noch ein bisschen kritischer als die Windanlage selbst, weil wenn die ausfallen, dann liegt der ganze Windpark lahm und nicht nur eine Windenergieanlage. Und die haben schon den Wunsch, dass man während der Produktion möglichst innen die Sensoren anbringt, redundant, also wenn irgendwas kaputt geht, man kann da ja nicht reintauchen, das ist ja das Problem, das ist sicherheitstechnisch nicht möglich. Und dass man das am Anfang mit auslegt und einbringt, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Und dann noch eine Frage, wie funktioniert die Energieversorgung? Jetzt ist es so, das ist über Spulen, so wie Ihre elektrische Zahnbürste, fährt ran das Rohr, die Spulen sind deckungsgleich übereinander und es wird induktiv mit Strom versorgt im Moment. Wenn man das innen machen würde, wie Sie das vorgeschlagen haben, ja, dann wäre ein Stromkabel schon nicht schlecht. Ne? Aber im Moment, es bohrt mir keiner ein Loch in den Monopfeil, damit ich mein Kabel durchführen kann. Gut, weitere Fragen vielleicht noch aus dem Publikum? Gibt es sonst Fragen aus dem Internet? Auch nicht? Gut, dann an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Weiner. Ja, erstmal ganz vielen Dank an meine Kolleginnen. Jetzt wäre der Teil oder der Part, bei dem wir weitere Fragen besprechen, wo vielleicht auch ein bisschen in die Diskussion kommen könnten. Sind auch von Ihrer Seite nochmal Fragen aufgekommen, jetzt in der Zeit der 4 Vorträge, die Sie jetzt noch gerne stellen möchten? Gibt es da vielleicht noch Zusätzliches aus den sozialen Medien zum Beispiel? Ist auch nicht eingegangen. Dinge, die offen geblieben sind. Herr Franke. Sekunde noch mal kurz, bitte. Jetzt. Ja, 2 Fragen zu den OLEDs von meiner Seite. Zum Ersten, gibt es erste vorsichtige Aussagen zur Lebensdauer dieser OLEDs? Was sicherlich sehr nicht so einfach ist, aber die erste Frage und die zweite Frage eben auch jetzt zum letzten Thema Energieversorgung. Welche Energie oder welche Leistung, welche Energiemenge benötige ich für diese Leuchtstreifen? Okay. Jetzt habe ich verschreckt die erste Frage vergessen. Zur Lebensdauer. Zur Lebensdauer, genau. Ja, ein altes Vorurteil, vergleichbar mit LED. Also gar kein ist. Also für die kommerziell hergestellten kein Grund mehr, sie nicht anzuwenden. 10.000, 15.000 Stunden Betriebslebensdauer, alles. Also kein Argument mehr, sie nicht zu benutzen, sage ich immer. Andere war Energieversorgung. Momentan nutzt man normale, auch LED-Treiber. Also, und es kommt drauf an,
Also jetzt bei unseren Kundenspezifischen kommt es darauf an, was sind das, weiße oder monochrome? Fängt und auf die Fläche kommt es auch darauf an. Fängt sagen wir, bei 3 Volt an in der Versorgung, geht bis zu 15 Volt. Also es ist anpassbar, auch das, je nachdem, was zur Verfügung steht und ja, was der Kunde wünscht. Ist auch ein bisschen abhängig von der Helligkeit. Also wir haben jetzt auch gerade im Automobilbereich, können Sie sich vorstellen, wenn Sie im Rücklicht sind, das braucht besonders viel Licht. Da sind wir so bei laut Norm bei 12.000 Candela pro Quadratmeter. Im Vergleich, so eine normale Leuchte hat so 7.000, 6.000. Und da sind die Energieverbräuche schon etwas höher, damit man das erreicht. Ja. Gut. Weitere Fragen? Hier vorne. Ina Reichel, Autoland Sachsen und Produktionstechnik. Eine Frage an Frau Dr. Barbosa. Sie nannten vorhin dieses Projekt mit Unternehmen zum Thema Verbrennungsmotor. Was ist denn durch Ihre Entwicklung im Verbrennungsmotor noch zu erreichen an Effekten? Okay, danke schön. So, es ist ein so relativ großes Vorhaben, wo wir nur einen kleinen Teil haben. Aber die Idee war, in der Brennraum, so in die Brennkamera, eine Wärmedampfschicht aufzubringen, sodass man dadurch die Temperatur von der Verbrennungsreaktion steigern kann. Und dann wird sie effizienter gestalten. So, wenn sie bei hoher Temperatur stattfindet, ist die, wie sagt man, die Wirkungsgrad höher. Und dann dadurch wurden weniger, wie sagt man, Nebenprodukte entstehen. Ja. Die Frage ist, ob es sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt. Ja, genau. So, wir spekulieren da drauf. Ne? So, Sekunde, bitte. Es gibt noch keine genauen Daten dazu. Nein, das Projekt wird erst nächstes Jahr starten. So, wir sind ein bisschen verspätet dran. Das passiert ab und zu. Genau, und dann läuft vor 3 Jahren. Genau. Gut. Weitere Fragen, die noch offen geblieben sein können? Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, erstmal an den Referentinnen zu danken für die Vorarbeit. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das war nicht wenig. Also besten Dank. Man muss sich ja doch immer noch mal in die Zielgruppe reindenken. Man muss da mal gucken, dass der Demonstrator passt und dass die Präsentation auch abgestimmt ist und. Von daher vielen Dank für die wirklich eindrücklichen Darstellungen. Ja, spannender Flug durch die Welt an der, durch die Themenwelt an der Winterbergstraße hier am ICT, würde ich sagen. Ja, auch vielen Dank an die Anwesenden und an die Online-Zuschauer, die ja doch auch die ein oder andere Frage eingebracht haben. Ich hoffe, dass wir mit diesen Themen in diesem Jahr es wieder geschafft haben, auch ja, vielleicht Interesse an einer Zusammenarbeit geweckt zu haben, auch vielleicht mal ja, das Interesse geweckt zu haben, hier in Dresden vorbeizuschauen. Ich sagte es eingangs, immer eine Reise wert. Kommen Sie gerne vorbei, schauen Sie sich das hier vor Ort an. Wir empfangen Sie natürlich gerne. Ja, und natürlich noch ein bisschen in eigener Sache, eine herzliche Einladung an alle zur Werkstoffwoche. Dort haben wir von Fraunhofer auch einen MFD-Stand auf der Messe Dresden in Halle 2. Kommen Sie da auch gerne vorbei. Sprechen Sie mit unseren Kolleginnen und Kollegen dort. Dort werden auch interessante Themen, die jetzt nochmal hiervon ein bisschen abweichen, besprochen. Dementsprechend an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank auch an die Journalisten, die sich an der Werkstoffwochen-Journalistenreise betätigt haben oder die daran beteiligt waren. Ja, jetzt haben wir die Chance, Einzelgespräche zu führen. Also die Kolleginnen werden sich jetzt an ihren Ständen nochmal präsentieren und auch, wie gesagt, vielleicht für ein Foto oder einen O-Ton oder für ein Zitat nochmal zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie sich das ein oder andere, den ein oder anderen Prototyp nochmal genauer ansehen. Stärken Sie sich, haben Sie Spaß, kommen Sie wieder, seien Sie uns gewogen. Besten Dank auch von meiner Seite und einen schönen Tag, gute Restreise. Ich habe mich auch falsch ausgedrückt, der Kolbenboden, die beschichtet wird. Genau.